kein Theater, das mache ich jeden Tag, wie wir alle. ich spiele Gitarre, die klassische, habe früher auch Geige und Bratsche gespielt. Bei uns zu Hause war Politik eigentlich immer ein Thema. Mein Vater CDU, meine Mutter SPD, ich irgendwie dazwischen. Und waren so meine Startzeichen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nachdem die FDP 94, glaube ich, mal wieder in den Keller gerutscht ist, jetzt muss ich mit selber anpacken. Und seitdem mache ich Politik. Ach, die Fragen sind echt schwierig, weil ich bin eigentlich jemand, der keine Lieblingssachen hat. Ich bin eigentlich jemand, der typischerweise Vielfalt mag. Und von daher habe ich kein Lieblingsbuch. Wenn die Frage anders lautet, was würdest du für ein Buch mitnehmen, wenn du auf eine einsame Insel fährst, dann würde ich, glaube ich, überraschenderweise entweder den kleinen Prinzen mitnehmen oder die Bibel. Mit allem dreien. Mal wieder, ich fahre in der Regel mit der S-Bahn ins Büro hier. Mit dem Fahrrad fahre ich sozusagen um die Ecke zu meinem Einkaufsladen und mit dem Auto, ja, wenn ich nach Hamburg fahre oder in Urlaub. Wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann würde ich die Philharmonie in Berlin wählen, mein zweites Wohnzimmer. Demnächst haben wir im Oktober dazu eine öffentliche Anhörung, weil die 50.000 Stimmen sind, glaube ich, erreicht. Dann werden wir intern darüber sprechen und dann werden wir im Petitionsausschuss darüber beschließen. Und dann, je nachdem, wie wir beschließen, geht das dann zur Bundesregierung. Und vielleicht gibt es eine Gesetzesänderung. 11.000 Petitionen werden eingereicht. Was heißt Erfolg in dem Sinne? Erfolg ist maximal auf der Bundesebene, dass eine Petition der Bundesregierung vorgelegt wird zur Berücksichtigung. Das heißt, die Bundesregierung muss überlegen, ob diese Petition in ein Gesetz umgewandelt wird, was sehr, sehr wenig und sehr, sehr selten der Fall ist. Also von 11.000 Petitionen sind im letzten Jahr eine einzige Petition der Bundesregierung zur Berücksichtigung vorgelegt worden. In Deutschland zumindest ja. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich versäumt, auch in den Schulen darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht nur Mathematik und Sprachen lernen und Naturwissenschaften, sondern dass wir auch künstlerische Bereiche, Musik, Theater, Literatur haben, die zurzeit, jedenfalls nach meiner Beobachtung, in den Schulen sehr wenig gelehrt werden und auch in den Elternhäusern zunehmend weniger Beachtung finden. Also ja. Wir müssen da was dran tun. Auch da wieder gibt es kein einziges, sondern es gibt natürlich mehrere. Zum Beispiel Filmförderung. Die würde ich ganz gerne reformieren. Da gibt es einiges zu tun. Das gesamte bürgerschaftliche Engagement, finde ich, sollten wir auf neue Beine stellen. Und was ja in aller Munde ist, die Urheberrechtsreform. Da, finde ich, müssen wir uns gute Gedanken machen, dass wir sozusagen die Film- und was ich weiß, Urheberschaffenden und die digitalen Menschen zusammenbringen. Denn beides muss zusammenpassen. Nein und nein. Nein, ich höre keine Musik. Musik ist für mich wirklich ein Genuss und den muss ich wirklich exklusiv hören, also nicht nur nebenbei. Vielleicht sollte die GZ gar keinen Sender finanzieren, aber wenn überhaupt öffentlicher Rundfunk, dann reicht ein Sender, dann reicht ein einziger Sender und dafür kann man auch das normale Steueraufkommen verwenden, wenn es denn sowieso jeder Bürger zahlen muss. Also ich meine, ja, wir brauchen einen öffentlichen Rundfunk, wir brauchen aber keine GZ. Gerade im Kulturbereich muss man eigentlich noch viel mehr Energie haben als in jedem anderen Bereich, weil Kultur ist nicht einfach so einfach, wie gehe ich mal in die Bank und arbeite dort, sondern Kultur muss ich können, ich muss in meiner Szene, in meinem Bereich muss ich wirklich gut sein und ich muss einen dermaßen Power haben, dass ich bereit bin, es auch wirklich gegen alle Widerstände anzugehen. Und das kostet wirklich Kraft, aber wenn du die Kraft hast, dann mach es.